Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum fünften Teil Klavierlernen. Ich glaube, ich sollte mich mal darauf konzentrieren, den Satz "Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik" nicht so zu hetzen. Ich glaube, der wird von Folge zu Folge immer schneller, sei es drum. Folge 5. Mich haben ein paar E-Mails erreicht von euch, die gesagt haben, ich wäre ein wenig schnell. Und das ist genau das Feedback, das ich halt eigentlich so von dem Schüler kriege, der vor mir sitzt oder neben mir sitzt. Und deswegen erreicht mich das jetzt halt mit ein wenig Verspätung, weil wie ich die Mail zu 3 gekriegt habe, war 4 schon gedreht. Sei es drum. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache 5 einfach eine Wiederholung von 3 und 4 und zeige die euch richtig schön langsam und nochmal sehr im Detail. Ich wünsche einfach viel Spaß. So, wir machen jetzt einfach die Übung, die wir schon hatten, einfach nochmal sehr, 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 sehr langsam. Wir machen nochmal die 3. Wir fangen nochmal bei der 3 an. Wichtig ist bei den ganzen Übungen, ich habe die extra so gemacht, dass die immer im 5-Finger-Abstand sind. Die Kamera ist heute mal ein bisschen weiter weg, ich experimentiere noch so ein bisschen. Das heißt, ihr legt eure Finger so hin, dass der Daumen auf dem C ist, und zwar auf diesem C, ne? Hier ist wieder unser Mittel-C und hier ist das nächste C. Da liegt der Daumen drauf, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Das heißt, der kleine Finger liegt auf dem G, was der erste Ton in Klavierlernen 3 ist. Die andere Hand macht das so, dass auch der kleine Finger das C ist und der Daumen in dem Fall das G ist. Und das sind auch die ersten beiden Tasten, die ich drücke. Das heißt, ich habe unten kleiner Finger Daumen und oben brauche ich kleiner Finger Daumen. Ja, das heißt, der erste Takt. Verstanden? Der zweite brauchen wir dann oben den Ringfinger und den Daumen. Also zweiter Takt. Und genauso ist das unten, nur halt spiegelverkehrt, nämlich Zeigefinger und kleiner Finger. Das heißt der zweite Takt. Ja, wir brauchen nur die Finger und die Finger. Boah, das ist so. Also, erster Takt, zweiter Takt und dann dritter Takt, wer hätte es gedacht? Mittelfinger und Daumen, Mittelfinger und kleiner Finger. Das ist dann beides halt das E, also sprich der Ringfinger links und der Zeigefinger rechts. Und das wiederholt sich einfach. Außer dass dann der letzte Ton eben beides das C ist, ne? Also das ist alles, was wir dafür brauchen. Ihr seht ja, dass der zweite Teil, genau der erste ist nur andersrum. Das heißt, ihr könntet jetzt auch hergehen und das war jetzt quasi von dem ersten Teil die linke Hand und vom zweiten Teil die rechte Hand gleichzeitig gespielt und das Ganze andersrum. Sind dann immer nur die ganzen unabhängig voneinander gespielt. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen klarer, als ich das letzte Mal durchgehudelt habe, worum es mir da geht. Die nächste ist einfach so eine, ja, Koordinationsübung, ne? Also aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ihr lasst einfach die Hände liegen. Die Hände bleiben immer liegen. Und es geht nur darum, welchen Finger drückt ihr wann.
da. Es ist das gleiche in Grün. Nur in dem Fall wirklich ein unglaublicher Kopfknoten. Die Übung solltet ihr wirklich sehr, 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 sehr langsam machen und auch gerne oft machen. Das ist so eine Nummer, die braucht Zeit, weil es geht darum, dass eure beiden Finger, eure beiden Hände unabhängig voneinander so ein bisschen agieren können und auch was Gegenläufiges machen, was im ersten Moment gleich ist. Deswegen spielen die genau das Gleiche, nämlich... Es sind ja aber andere Finger. Na, also jetzt den ersten Takt, dieses C und E ist in der rechten Hand Daumen und Mittelfinger und in der linken ist es halt einfach der kleine und der Mittelfinger. Und das macht dann so ein bisschen den Knoten im Kopf. Es wäre einfacher, wäre es andersrum. Also ja, siehst du, ja, habe ich auch nicht hingekriegt. Egal. Das ist das Wichtige an dieser Übung. Nicht, dass sie irgendwie schön klingt, sondern dass diese beiden Hände einfach unabhängig voneinander werden und ihr Eigenleben entwickeln. Das ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich immer noch zu kämpfen habe. Dadurch, dass ich sehr, sehr viel Popularmusik gemacht habe, das kommt in den nächsten Teilen, gehe ich da drauf ein bisschen ein, ist meine linke Hand so ein bisschen eingeschlafen, weil ich immer nur Oktaven da unten gespielt habe. Und die rechte Hand immer Melodien gespielt hat. Und das geht jetzt gerade erst los, dass ich das auch wegen der Orgel mir versuche, extrem wieder rauszuprügeln. Und da könnt ihr nur von profitieren, wenn ihr das quasi gleich richtig macht. Genau, das war das, was ich so in Klavierlernen 3 angerissen habe. Schauen wir uns mal Klavierlernen 4 nochmal schnell an. In 4 ging es mir, es geht ja eigentlich immer um das Gleiche in Grün, ne? Wobei sich hier jetzt die rechte Hand ein bisschen verschiebt, nämlich sie geht beim G los. Das ist der Bereich, in dem wir uns da bewegen. Und die andere liegt wieder beim C. Also. Ja, das ist so ein bisschen auch eine tragende. Da könnt ihr auch mal anfangen, ein bisschen viel reinzubringen, indem ihr das sehr, sehr tragend spielt. Jetzt kann man so ein bisschen aufgehen. Könnte man da jetzt noch so ein bisschen reininterpretieren. Aber eigentlich ja selbsterklärend. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung für das, was da im nächsten Teil kommt. Da geht es schon so ein bisschen los. Und das letzte, ja, ist einfach so eine Speed-Nummer. Ne? Ich habe es ja schon im letzten Video gesagt. Ist auch eine gute Aufwärmübung. Wenn ihr mit Klavierüben anfangt, macht mal gerne diese Übung, weil das macht so ein bisschen die Finger locker. Vor allem, was mir jetzt auch auffällt bei mir selber, ist, dass das Gefühl, das ich dabei in der linken Hand habe, ein sehr viel statischeres, es fällt mir sehr, sehr viel schwerer, das locker zu machen, als in der rechten. In der rechten ist es... Seht ihr, da haspel ich sehr viel mehr als in der rechten. Das ist hier viel easier. Hier unten. Noch nicht mal in dem Tempo sauber. Achtet mal so ein bisschen auch auf das Gefühl, das ihr dabei habt. Und versucht eure Grenzen da auch immer so ein bisschen auszudehnen. Ja, ich habe als Beispiel, ich habe so eine kleine Rhythmusübung. 2 rechts, 1 links. Also
und das andersrum. Ich hoffe, ihr seht das jetzt, was ich mache. Das ist auch so eine Sache, Rechts-Links-Koordination, die kann ich rechts sehr viel schneller als links. Das ist eine Sache, an der ich arbeite, die ich versuche einfach auszumerzen, weil es fürs Klavierspiel einfach von Vorteil ist, wenn die beiden Hände eigentlich gleichberechtigt arbeiten können, weil dann seid ihr gerade in der klassischen Literatur unglaublich besser aufgestellt, weil da ist sehr viel auch mit der linken Hand zu tun. Und wenn ihr zum Beispiel wie ich dann auch weitergehen wollt und Orgelunterricht nehmen wollt, ist es sehr von Vorteil, wenn eure linke Hand ein bisschen mehr kann als nur... So, und dafür sind dann solche Übungen da, wie bei 4 eben der zweite Teil. Könnte ich den ganzen Tag üben. Genau. Ich hoffe, das war ein wenig aufschlussreich für euch. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Freue mich über all eure Kommentare, wenn ihr mir irgendwas Sinnvolles zu berichten habt. Unsinniges mag ich vielleicht nicht so. Aber ja, wenn ich euch irgendwas Gutes tun kann, schreibt mir. Wenn ich über irgendwas ein Video machen soll, schreibt mir. Freue mich natürlich auch unglaublich, wenn ihr mal auf meiner Patreon-Seite vorbeischaut. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüssi, Lieben.